So, wir schauen uns jetzt die Berechnungsergebnisse an. Die Berechnungsergebnisse werden hier oben von SmartFloor zusammengefasst. Wir haben eine gemittelte Rücklauftemperatur von 30 Grad Celsius, einen Druckverlust von 37 Millibar und einen Volumenstrom von 350 Kilogramm pro Stunde. Wenn man sich hier unten die Ergebnisse ansieht, dann haben wir eine Gesamtleistung im Wohnzimmer von 1630 Watt. Diese 1630 Watt setzen sich aus den 45 Watt pro Quadratmeter und der Fläche des Raumes zusammen. Wir haben eine spezifische Heizleistung von 56 Watt pro Quadratmeter. Die liegt etwas höher, da bei der Fußbodenheizung die bereinigte Heizlast bewertet wird und dann der Verlust nach unten quasi zugeschlagen wird. Das ist an der DIN so verankert. Unsere Vorlauftemperatur bei dem Kreis für den Raum Wohnen liegt bei 40 Grad, die hatte ich ja eingestellt. Und die Rücklauftemperatur stellt sich dann bei 30,1 Grad ein. Eine mittlere Oberbodentemperatur liegt hier bei 25,3 Grad. Nach DIN sind 9 Kelvin über Raumtemperatur, also werden 29 Grad erlaubt. Die Heizkreislänge inklusive Anbindung liegt bei 100 Metern. Druckverlust ist in diesem Fall der ungünstigste Kreis. Wir haben einen Wärmestrom und, wie genannt, die Einstellwerte für den Verteiler.